vielfältige Art von Hilfe, wenn es um die Katastrophe in den Flutgebieten geht und auch im Ahrtal. Die Leute vom Helfershuttle, Menschen, die für andere kochen oder sie gratis bei sich aufnehmen. Gestern Abend haben wir auch ein spannendes Projekt gezeigt, oben, wo das ganze Dorf entstanden ist beim Helfershuttle. Und ein weiteres Projekt stellen wir Ihnen jetzt vor. Das kannten wir bisher auch noch nicht so. Das sogenannte 5-Euro-Haus. Nee, dafür kriegen Sie natürlich kein neues Haus. Aber wenn viele anpacken, kommt auch was an Hilfe zusammen. Und das nicht nur finanziell, wie wir jetzt bei einer Familie in Dernau gesehen haben. Landschaftsbauer, dann für Fenster brauchen wir wahrscheinlich ein Angebot. Können wir gleich nochmal gucken, was du genau brauchst. Fensterbauer habe ich. Ja, cool. Wenn du Fensterbauer brauchst, habe ich sofort da. Brauche ich. Habe ich. Kann ich dir sofort den Kontakt geben? Ja. Ja. Familienvater Oliver braucht nicht nur einen Fensterbauer, er braucht auch einen Architekten und jemanden, der ihm den Estrich legt. Das Haus seiner vierköpfigen Familie stand in der Flutnacht bis zur ersten Etage unter Wasser. Deshalb muss das Erdgeschoss entkernt werden. Hilfe bekommt er seit ein paar Wochen von seinem Paten Tom Geier. Man hatte ja so die ersten 4, 5, 6 Wochen noch gar keinen Kopf, sich um irgendwas groß zu kümmern. Man war nur darauf bedacht, sein Haus irgendwie schnell zu entschlammen, irgendwie trocken zu kriegen. Und da ist das auf jeden Fall eine tolle Sache. Die Paten übernehmen ja einfach gewisse Gedankengänge auch. Oder auch den ganzen Schriftverkehr, möchte ich es mal nennen. E-Mail beantworten und so weiter. Das ist schon, also das tut einfach gut, dass das einem abgenommen wird dann auch. Bei dem Projekt geht es um zwei Dinge: die Betroffenen mit Handwerkern zu vernetzen und für sie längerfristig eine finanzielle Unterstützung zu besorgen. Jörg Burkhardt hat das Projekt erfunden und die erste Patenschaft für eine Familie in Walportsheim entwickelt. Sie brauchte dringend 500 Euro für einen Handwerker. Und dann habe ich überlegt, 500 Euro im Monat, das kriege ich gestemmt, wenn ich ein Netzwerk aufbaue von 100 Menschen, die bereit sind, 5 Euro im Monat zu spenden. Und ich wusste, das werde ich schaffen. Und das war die Grundidee. Und das Hervorragende war halt, dass das Geld direkt auf das Konto der Betroffenen geht. Das 5-Euro-Haus war geboren. Und seitdem haben immerhin schon 17 andere ein eigenes 5-Euro-Haus übernommen. So wie Tom Geier, der Pate von Olivers Haus in Dernau. Der Bonner steckt pro Woche bis zu 4 Stunden Arbeit in das Projekt, indem er Handwerker anschreibt oder den Spendern in Videos die Baufortschritte zeigt. Ich möchte überhaupt nicht sagen, dass eine Hilfe beim Roten Kreuz oder wo auch immer, dass das nicht irgendwo ankommt. Aber so ist es tatsächlich konkret. Man weiß genau, da passiert es bei. Wohl wissend, dass es natürlich noch 1000 andere Menschen gibt, denen man auch helfen könnte. Aber dafür kann man die Idee ja kopieren. Tom Geier wird so lange weiterhelfen, bis Olivers Familie hier wieder wohnen kann. Der Wunschgedanke ist Weihnachten, allein für unsere Kinder, denen das auch zu ermöglichen. Die haben halt wirklich schreckliches Heimweh auch. Es fällt jetzt, das muss man einfach so sagen, auch so ein bisschen mit den Handwerkern. Die waren ja vorher schon ganz gut ausgebucht. Und die Handwerker ranzuschaffen, das ist ja jetzt vor allem Tom Geiers Aufgabe. Ja, wir freuen uns. Der ist nämlich jetzt zu Gast im Studio. Schönen guten Abend. Hallo. Wie schwer ist es natürlich, Handwerker jetzt zu kriegen? Ein bisschen mal aus der Erfahrung geplaudert. Naja gut, es ist jetzt nicht so, dass ich rund um die Uhr Handwerker versuche zu kontaktieren, sondern wir haben mehr ein großes Netzwerk, wo Handwerker ihre Leistungen anbieten. Ich schreibe ja regelmäßig ein Newsletter zu dem Fortschritt im Haus und dort frage ich natürlich konkret an die Menschen, die unterstützen, ob sie einen Handwerker kennen, die zum Beispiel, wie wir jetzt ganz konkret, jemanden brauchen, der ein Fundament legt oder gießt für eine Mauer. Und dann kommen wir so in den Kontakt. Mhm. Wie koordiniert man das? Gerade ein bisschen, wie man in Kontakt kommt. Hat dadurch der Vater, den man gerade auch kennengelernt hat, dann Zeit, selber irgendwas anderes zu tun? Genau, also Oliver arbeitet wieder voll und die Frau Yvonne auch. Mhm. Nichtsdestotrotz sind sie natürlich extrem fleißig. Die machen viel, viel selber, hat viel Unterstützung von seinem Bruder, soweit ich das einschätzen kann. Genau, und wir koordinieren halt viel über eine WhatsApp-Gruppe, die wir halt haben, wo wir dann irgendwie fragen, was brauchst du gerade, wie können wir unterstützen. Mhm. Genau, und dann gibt es halt von den Helfern, also von den Paten, eine große WhatsApp-Gruppe, wo wir einfach Sachen koordinieren. Wie neulich zum Beispiel, wo jemand sagte, wir haben ja 7,2 Tonnen Fliesen, wer kann das gebrauchen? Dann wird es halt irgendwie verteilt und ja, wer es dann gebrauchen kann, der nimmt es halt. Also die 5 Euro mal vielleicht 100 Leute, wenn sie im Idealfall zusammenkommen für so ein Projekt, ist eine gute Summe. Mhm. Jetzt gibt es natürlich auch Versicherungen, staatliche Hilfe, aber es ist ja, glaube ich, auch ein bisschen dieses Patenschaftsmodell. Wie geht es den Leuten, die da anpacken wollen? Ja, es ist halt eine gemischte Sache. Ne? Also erstmal haben wir viele Facetten. Also diese 5 Euro, die helfen natürlich. Der Gedanke, wie wir es eben gehört hatten, war, 100 Leute zu finden. Wir haben tatsächlich mehr als 100 Leute, was aber auch dringend notwendig ist,
ja, hier einfach voranzukommen, weil es ja nicht nur das Haus, es ist der komplette Hausrat, der nicht ersetzt wird, beispielsweise von staatlichen Hilfen. Dann ist es, glaube ich, ein super Gefühl für die Menschen im Haus, dass wildfremde Leute einfach unterstützen oder hier ganz spontan spenden, ohne dass sie jeglichen Bezug haben. Und da gibt es wirklich viele schöne Geschichten und ja, so entsteht das halt alles. Mhm. Zum Thema, was ersetzt wird, übrigens ein Hinweis, haben wir morgen auch ein großes Thema bei uns in der Sendung. Da werden wir nochmal ein bisschen aufdröseln, tatsächlich was Versicherungen und auch staatliche Hilfen dann vielleicht leisten können. Hier ist es jetzt ein ganz anderes Projekt. Aber wenn man jetzt überzeugt ist und vielleicht mitmachen will, es gibt ja nicht nur dieses eine Haus. Wie viel gibt es aktuell? Genau. Also wir haben 20 Objekte mittlerweile. Das sind 18 Häuser und 2 Sportvereine, die wir unterstützen. Also in dem Bericht hatten wir, glaube ich, von 17 gesprochen. Das war es damals noch. Das wird halt immer mehr. Vor ein paar Tagen, genau. Genau, es war vor ein paar Tagen. Es wird immer mehr. Ja, wenn da jemand unterstützen möchte, kann er entweder auf der Seite 5-Euro-Haus.de direkt unterstützen oder er kann halt Pate werden. Idealerweise mit einer bedürftigen Familie, die bestimmten Kriterien erfüllt. Also wir haben jetzt keinen Kriterienkatalog, aber es sollte schon Bedarfsfall sein, also keine Versicherung und so weiter. Wissen Sie, wo die Leute herkommen, die das unterstützen? Wer steckt so dahinter? Kriegt man da so ein bisschen also auch... Also die es unterstützen, die sind aus ganz Deutschland, zum Teil aus dem Ausland. Auch? Genau, also wir hatten, also der Gedanke ist ja, dass es halt eine dauerhafte Spende über ein Jahr oder 2 Jahre, wie lange man es machen möchte, ist jedem freigestellt. Mhm. Deswegen hatten wir erst darauf verzichtet, auf meiner Seite PayPal anzubieten. Aber es gaben dann Anfragen aus dem Ausland, die gesagt haben, so ist es halt einfach einfacher. Wir haben Dänemark, Italien. Ich weiß nicht, wie es sich da bekannt gemacht hat, aber irgendwie funktioniert.